Hallo zusammen, ich bin Alex von Dienstagmusik Rote Fabrik. Ihr seht, wir sind hier mitten im Aufbau von Rockwoche, die jedes Jahr im Januar stattfindet, seit 35 Jahren. Und wir machen das immer im Januar. Und so fängt eigentlich auch das Jahr von Rote Fabrik an. Was sicher dazu zu sagen ist, ist, dass das damals entstanden ist, weil halt überall das sogenannte Januarloch war. Das ist heute nicht mehr so, aber die Rockwoche hat sich schön etablieren können. Von dem her haben wir jetzt sind wir ein fester Bestandteil von Zürcher Kulturszene, Musikszene. Das findet immer im Januar statt. Es sind jeden Abend minimum zwei Bands, immer Doppelkonzerte. Ein Schwerpunkt ist ganz sicher, dass wir auch ganz viele Schweizer Bands haben während der Rockwoche und halt auch wirklich unbekannte Bands vom Ausland, weil wir ihnen ein Sprungbrett für die grösseren Bühnen hier arbeiten wollen. Ja, das ist das. Gestern haben wir einen lokalen Abend gehabt mit der Superband Navel aus Basel und dem Five Baba aus Zürich. Es war ganz toll gewesen. Full House, hat richtig Spass gemacht. Oh, friend.
heute Abend. Spielen Cold Specs. Das ist Doom Soul. Ein Begriff, den man bis heute noch nicht kennt. Ich denke mir, ein paar Leute werden den Begriff nachher kennen, weil das ist eine ganz tolle Band, die heute hier zum ersten Mal in der Schweiz auftritt. Das ist eh unser Ziel während der Rockwoche, dass wir hauptsächlich Bands bringen, die noch nicht bekannt sind. Wir sehen uns hier eigentlich ein bisschen ein Sprungbrett, damit die Bands erstmal hier auftreten können, gesehen werden und dann später an grösseren Clubs spielen können. Allgemein, die Rockwoche hat sich wirklich etabliert und läuft wirklich sehr gut. Wir würden uns natürlich freuen, euch irgendwann an dieser Rockwoche zu sehen. Wie gesagt, sie findet jedes Jahr statt. Meistens zwischen 7 und 10 Konzerte abend. Ja, das ist die Rockwoche im Ziegel-O-Lack, Rote Fabrik.